Da noch irgendwas angebrummt. Na, Benni, an was erinnert dich das? Von diesen Seilen hängt man dann links und rechts in diese Kettenschlösser ein. Auf der anderen Seite dann ebenfalls, ja. Der Panzer fährt an, greift sich diesen Balken und zieht den praktisch unter sich runter durch. Also er hat wieder einen festen Widerstand, was er greifen kann. Ja, muss dann aber nach einem Durchlauf wieder umgesetzt werden, oder wie? Ja, also spätestens wenn das hier ist, musste man natürlich dann aufhören. Mhm. Ja, weil weiter geht es dann nicht mehr. Weil irgendwas geht dann kaputt. Ja, wie gesagt, man konnte das natürlich x-beliebig wiederholen. Ja, dieser Balken, der hat schon doch eine Menge aushalten können. Ja, und das hat, wie gesagt, in der Regel immer ganz gut funktioniert. Wir haben es bei diesem Tag der Technikschule, den wir ja sonst jedes Jahr gemacht haben, haben wir es immer mal wieder demonstriert. Ja, dass man hier so eine schöne Sandbank angehäuft hat, ja, mit Schwung draufgefahren, mit der Wanne richtig draufgerutscht. Ja, ihr zeigt, dass die Ketten keinen Bodenkontakt mehr hatten, den Balken abgebaut. Die Seile drum und ruckzuck war man dort wieder draußen. Gut, kommen wir zum Technischen von dem Fahrzeug insgesamt. Der wiegt 13 Tonnen bei 300 PS, wird angetrieben durch einen 6-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor, 16 Liter Hubraum, verbraucht jetzt hier in diesem Gelände ca. 3 bis 4 Liter auf den Kilometer. Befestigte Straße sind es um die 2 bis 3 Liter auf den Kilometer. Hier ist es ein bisschen mehr, weil es ja tiefer, sandiger Boden ist. Höchstgeschwindigkeit auf der Straße 65 km/h und im Gelände ca. 45 km/h. Reicht ja. Reicht. Ja. Schüttelt wahrscheinlich maximal auch im Gelände. Naja, muss schon relativ gerade sein. Aber ist, ne? Wenn du von der Straße runter bist, ist ja schon im Gelände. Naja. Wenn ein Acker ist, ist ja glättet oder eine Wiese. Gut, kommen wir zum Fahren. Die Fahrschüler fahren ja insgesamt bei uns jeder 3 Runden. Eine ist 2 Kilometer lang. Ist es so, dass wir ja anfangen. Kommen wir dann auch immer wieder dran vorbei. Dann geht es hinten schön durch den Wald. Die Strecke selber haben wir ja so angelegt, dass er doch recht anspruchsvoll ist für Fahrer und Fahrzeug. Ja, es gibt ein paar kleine Sachen, die wir so eingebaut haben, die dann ja von Runde zu Runde immer schwieriger werden. Es macht natürlich viel Spaß. Ja, dritte Runde ist so das Highlight. Die Möglichkeit des Mitfahrens besteht. Pro Runde, pro Person werden das nochmal 10 Euro extra. Wichtig ist, dass wir das dann vorher wissen als Fahrlehrer. Es ist möglich, bei beiden Modellen oben im Turm mitzufahren. Ja, ist auch der schönste und ruhigste Platz. Ja, so dass man da von da oben wunderbar filmen und fotografieren kann. Und ansonsten, wie gesagt, setzt man sich im Feld hin. Dann ist das alleiner bei mir. Wir würden uns jetzt aufteilen. Ja, ich nehme das Fahrzeug da drüben, der Kollege nimmt das. Die sind beide komplett identisch. Sie dürfen sich jetzt aussuchen, wo sie hingehen möchten. Das ist mir los. Nehmen wir den ohne Bleche da, ja. Und warten wir hier gleich durch den Matsch. So, wer möchte denn wann, wie, wo mitfahren? Ja. Ah ja, hm. Dann ist es so, ich habe ja schon gesagt, es geht ja dann doch so ein bisschen Berg und Tal. Da ist es so, dass wir uns dann einfach in diese Löcher reinrollen lassen. Ja, einfach Bein runter vom Berg, da brauchen wir keine Schwung, geht nur von der Bremse. Gut. Einfach Bein runter, runterrollen lassen, mit Schwung wieder hochfahren, so wie wir oben angekommen sind. Der Kipppunkt des Fahrzeugs liegt in der Mitte. Gut. Spätestens da kein Gas mehr geben. Ja. Auch da werde ich immer wieder sagen, Gas geben, Gas geben, rollen lassen. Und rollen lassen ist einfach das Zeichen, Bein runter. Gut, okay. Gut, so wie der jetzt hier steht, kann man den ganz normal auch mit dem Auto anfahren. Also auch mit Kupplung langsam kommen lassen, wenn die Gas gehen, wenn das Ganze rollt. Aber auch hier ist es möglich, dass man natürlich so ein Fahrzeug durchaus auch mal abholen kann. Ja. Ja, also an der Steigung, in der Kurve zu wenig Gas geben, ja, aber jetzt hier beim Anfahren. Kann alles passieren, ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist nur, wenn das passiert, einfach gar nichts machen. Ja, weil den Gang kriegt man so nicht wieder raus. Ja, oh, wenn ich okay. jetzt versuche, den Gang mit Gewalt, das wird nicht. Mhm. Es ist einfach so, wir tauschen so schnell die Plätze. Ich mache den Gang wieder auf Sport. Okay, alles klar. Mhm. Gut, dann mache ich den jetzt an. Und dann eine Minute.
Alter!